So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Pokémon Schwert. Wir machen heute weiter. Und zwar, ich muss mal ein bisschen was tun an meinem Team. Ja, so, okay, auf geht's. Ich glaube, jetzt kann ich jetzt hinspielen? Die? Kann ich jetzt die hinspielen? Ich will ja das Ding durchspielen. So, wir fangen auf jeden Fall an. Ich weiß, dass er auf jeden Fall sein Glurak als erstes einsetzen wird. So, Octatoll. Ich finde so ein Octatoll. So, auf geht's. Komm. Ich weiß nicht, ob das Dealing der nächste Gegner ist. Nein, ist es nicht. Es ist nur eine kleine junge Dame. Wollen wir doch mal sehen, wir haben was den niedlichen Pokémon hat. Solange mir jetzt nicht wieder mit Dings kommt. Gengar und Guadua. Würde, Gengar. Ey, wieso kriege ich immer so viel Schaden von den Viechern? Ja. So, passt da auch nicht. Passflug, okay. Warum noch mal Passflug? Jetzt noch der zu greifen. Na, ja, das ist jetzt Kampf, wie das. So, wir haben uns ja, ach stimmt, können wir uns ja blockiert. So. Und so. Und Gengar spielt auf Schutzschild. Welt eine scheiß Überraschung. So, Schutzschild auf. Guadua. Überlebt es natürlich ohne Probleme. Warum ist Sauerschein Glurak effektiv? Warum machen wir nicht? So, das ist Viecherkrieg. Natürlich, natürlich! Es geht natürlich down, warum auch nicht? Und das Gengar auch. Warum nicht? Wir überleben das einfach nochmal kurz. Ich habe noch Pico. Ich bin so weiß jetzt gerade nicht aufmerksam. Ich bin auch davon angesehen, mit dem Minimum Dealings schlagen zu können. Das heißt, drauf auf Gengar. Die ist auch Donner. Nee, geht auf Orarad. Orarad ist auch noch was. Nee, ist zu heiß, ist noch zu früh. Donner. Und du schaltest natürlich auch noch mal Glurak nebenbei aus. Warum auch nicht? Jawohl. Das ist auch wirklich. Mittlerweile ist es echt zum Kotzen. Statt dass deinen Pokémon down gehen, gehen mit einem KP und meine gehen runter. Galagladi. Okay. So, jetzt muss ich einfach das Gegner aus dem Rennen. Erst einen auf die Fresse. Egal, das ist zu kotzen gerade. Ey, der hat so einen scheiß Lack. Ach komm, stimmt, wir haben den Fokus gut. Aber trotzdem hat der so einen scheiß Lackshot. So, das ist
Gänger da unten. Hassfluch. Ich saß so ein Kotzen gerade. So. Ist er jetzt da? Geht doch noch was? Natürlich überlebst du, Galagladi. Natürlich überlebst du. Okay, kriegst du die Fresse, das war's. Ey, das ist zum Kotzen gerade. Ach man, ich hab keinen Bock mehr, das nervt mich langsam. Er hat ja gar nichts mehr auf der... eigentlich. Oh, was wäre, das war's. Definitiv ist der kaputt. Er hat doch einen Luckshot mit dabei, mit seinem scheiß Arm, mit seinem scheiß Aura-Sphäre. Vielleicht ein von ihnen dahin, aber mehr auch nicht. Natürlich nicht, überlebst du. Du überlebst. Das war's, ja, verloren. Aber Team ist nicht gut genug. Und die nicht. Ja, versuchen wir dann nochmal. Wir versuchen es in der nächsten Folge, weil ich kann jetzt nicht ganz. Mir fehlt gerade echt die Zeit. Oh, das ist so Kotzen gerade. Ich krieg nichts gebacken momentan. Ich kriege nichts. Ah, ich will keine Ahnung frei, Mann. Ich muss dein Team nehmen jetzt was. Es nervt mich gerade. Es nervt mich gerade extrem, dass ich nicht irgendwie was reißen kann. So, Bubella muss raus aus dem Team, definitiv. Ich habe ja bestimmt noch ein paar Pokémon dabei. Aquana vielleicht noch mal irgendwas reißen. Auch mal toll, mal raus. Deswegen, ich frage mich, was kriege ich hin. Okay. Ich habe ja selbst nachher eine Estrone. Bewegen. So, warte mal. So, na, Rakete mal rein. Solarklinge. Solarklinge rein. Hier wie Spukball noch oder so. So, mach so. Hab ich keinen Spukball dabei? Schau mal nicht. Ich muss mal gucken, was ich mache. Wenn ich Kandiras mit reinhauen kann. Ich habe ja ein Wasser-Pokémon eingeladen. Mit Dings bewegen. Was habe ich denn hier? Oh, wo haben wir denn Grandiras? Welcher Box ist denn das? Hier oben, oder? Ne, das ist die 0. Ah, ich hätte ja noch Dings gehabt, ne? Da ist es. Schon, ich hätte noch das Dings gehabt, oh Gott.
Ich baue mein Team jetzt gerade nur um. 6. So, dann war das auch drin. Ich will diesen Kampf unbedingt gewinnen. Nee, das kann doch nicht sein, dass ich den nicht geschissen bekomme gerade. Wie die Olle da. So, Knuddler brauchen wir nicht. Surfer. Psycho-Klinge. Kannst du auch noch einmal holen. Kadira ist zumindest auch mal was Brauchbares, wie Kampfgebrüll rausnehmen. Weil da bin ich immer wenigstens etwas haben, womit ich kämpfen kann, ne? Das ist das, sonst hätte ich in einem Kampf locker gewonnen. Ja, brauche ich nicht. Ich nehme Wutanfall raus. Ich habe vielleicht noch ein bisschen Glück mit einer anderen oder eine Drachenattacke oder so. Abwehrtieb. Oh, Abwehrtieb ist gut. Ja, ich kriege ein bisschen KP zurück. Dann ich immer Abwehrtieb. Mit Abwehrtieb mit 75er Stärke, Durchbruch auf 75er Stärke. Okay, das ist das gleiche, aber Durchbruch bringt aber weniger. So. Breitseite. Breitseite Drache, okay. Dann nehmen wir Drachen, nehmen wir links raus. Jetzt mal Breitseite rein. So. Gut. Und in der nächsten Folge, liebe Leute, probieren wir es dann nochmal neu. Und hoffe ich, dass ich mit dem neu umgebauten Thema ein bisschen mehr auf die Reihe bekomme, anstatt nur auf die Socken zu kriegen. Naja, wir sehen uns dann wieder auf jeden Fall. Ich freue mich dann wieder bei Pokémon Schwert. Ich hatte gehofft, ich bin jetzt schon durch, aber irgendwie sagte das Spiel, du nicht. Naja, tschüss.